Es handelt sich um eine Darstellung der Pandora, die von Hermes auf die Erde gebracht wird. Pandora kennen wir alle, Pandora und ihre Büchse. Das vorliegende kleine Gemälde von Jean Allot bietet uns eine wunderbare Möglichkeit, in die antike Götterwelt einzusteigen, die natürlich hochkompliziert ist. Pandora ist ein künstlich geschaffenes Geschöpf. Pandora wurde aus Lehm kreiert von Hephaistos auf Veranlassung von Zeus, dem Göttervater. Zeus wollte damit Prometheus bestrafen, der ihm das Feuer geklaut hatte, ohne ihn zu fragen. Und hat beschlossen, er schickt ein mit allen wunderbaren Gaben des Olymps ausgestattetes weibliches Wesen auf die Erde, um den Bruder des Prometheus mit dieser zu verheiraten. Nach der Eheschließung mit Epimetheus öffnet Pandora ihre Büchse und die Übel der Menschheit kommen über dieselben. Seitdem gibt es auf der Erde Kriege, es gibt Krankheiten, es gibt Zwist. Der Dramatik dieser Szene entsprechend hat der Künstler Jean Allot das Ganze für einen ungeheuer bewegten Wolkenhintergrund dargestellt. Die sich zeigt auch hier im Faltenwurf, der nach hinten wegfliegt. Auch die Haare bewegen sich im Fahrtwind. Und dieser leuchtende helle Stern wirkt wie ein Scheinwerfer und beleuchtet hochdramatisch diesen Vorhang.